Du benötigst festes Papier, flüssigen Kleber, Salz, Wasserfarben deiner Wahl, Wasser und einen Pinsel. Und um den Pinsel zu reinigen, vielleicht Küchenpapier oder irgendein anderes Tuch. Jetzt malst du ein Motiv deiner Wahl mit dem Kleber auf das feste Papier. Wichtig ist, dass der Kleber nicht zu dünn aufgetragen wird. Nun streust du das Salz auf den Kleber. Das überschüssige Salz schüttest du weg. Danach verdünnst du die Farben mit Wasser und tupfst sie auf das Salz. Wenn dein Motiv schön bunt ist, muss es nur noch trocknen. Und fertig ist das kleine Kunstwerk. Kindergarten St. Maria wünscht viel Spaß beim Nachmachen.